Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von Britrax. Ich habe mir mal die Frage gestellt, wodurch sterben denn die meisten Menschen, beziehungsweise wodurch sind in den letzten 100 Jahren so die meisten Menschen gestorben, außerhalb von, ja, leider Gottes, Kriminalität, die jede Gesellschaft ja mit sich bringt, Unfälle oder ja, Krankheiten, also durch diese natürlichen Sachen. Ja, und dadurch, da habe ich mir mal die Google-Maschine angeschmissen und ein bisschen rumgetippert und ein bisschen rumgesucht. Und ja, die Ergebnisse schauen wir uns jetzt doch mal an. So, als erstes hätten wir hier Gesamtopfer des Zweiten Weltkrieges, circa 50 Millionen. Was haben wir noch? Tote durch Kommunismus, 100 Millionen Tote. Was haben wir noch für Zahlen? Tote unter Mao. Was haben wir da? 54 Millionen Tote. Tote durch Islam. Was haben wir da? Bislang 300 Millionen Tote durch Islam. Oder wie wir hier sehen, 278 Millionen Tote, nur eine grobe Schätzung der Toten Nicht-Muslime durch politische Akte des Dschihads. Dann Christentum. Über 2000 Jahre sind das 455 Millionen Tote. Das macht pro Jahr, da wir schon über 2000 Jahre Christentum haben, ich habe es mal ausgerechnet, pro Jahr, also ich habe die Zahl genommen und durch 2000 geteilt, das sind pro Jahr 227.500 Tote. So, können wir den ganzen Kram auch toppen? Leider ja. So. Und was toppt das Ganze noch? Abtreibungen. Weltweit mehr als 50 Millionen Abtreibungen pro Jahr. Mit anderen Worten, herzlichen Glückwunsch. Die Frauen haben endlich mal was gefunden, wo sie besser sind als die Männer. Das heißt, innerhalb von ein paar Jahren haben die sämtliche andere Zahlen, die ich gerade aufgezeigt habe, abgehangen. Bei weitem. Und als wenn das noch nicht genug ist, setzt du dem Ganzen jetzt auch noch eine Schippe oben drauf. In den USA gibt es jetzt mittlerweile 8 Bundesstaaten, in denen es jetzt erlaubt ist, bis zur 40. Woche, also bis zur Entbindung, bis zum 9. Monat abzutreiben. Und in Deutschland pushen sie den Scheiß auch noch. Und womit rechtfertigen sie das? Diesen tollen Parolen, ja, mein Körper, meine Bestimmung. Ne, tut mir leid, so läuft der Scheiß leider nicht. Ja, wie läuft das denn so in einer Beziehung, wenn man sich so kennenlernt? Die Frau entscheidet, ob man überhaupt auf ein Date geht oder nicht. Da hast du die erste Schwelle, wo eure Selbstbestimmung zu Trage kommt. Da habt ihr schon die erste Möglichkeit zu entscheiden, ob da was geht oder nicht. Dann, wenn es zum Geschlechtsakt kommt, normalerweise ist das auch mal die Frau, die entscheidet, ob da was läuft oder nicht. Das ist die zweite Hürde, eure zweite Chance, selbst zu bestimmen. Dann die Entscheidung, ob Verhütung verhütet wird oder nicht und wie verhütet wird oder nicht, das ist die dritte Schwelle, die ihr überschreiten müsst. Die dritte Chance, eure Selbstbestimmung aufzuleben oder nicht. So, und dann wird dann irgendwann festgestellt, scheiße, ich hab all diese Hürden habe ich ignoriert, bin das Risiko eingegangen, jetzt bin ich schwanger und ja. Unter der Prämisse, dass keine Vergewaltigung vorgelegen hat, dass die Mutter nicht in Lebensgefahr besteht, dass in Ausnahmefällen jeder verstehen kann, so also gut wie jeder versteht, in dem Abtreibung dann auch durchaus akzeptabel ist. Nö, aus Unbequemlichkeit, weil das gerade nicht zur Lebenslage passt, entscheidet man dann abzutreiben. Ja, Mann. Meines Erachtens No-Go. Na, aber ja, wenigstens haben die Mädels was gefunden, in denen sie besser sind als die Männer. Die zerstören mehr Leben als jede andere Sache zuvor. Herzlichen Glückwunsch. Naja, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Bridax.